Herzlich willkommen zurück zum Operation Flashpoint Cold War Crisis Let's Play. So, ich habe eben die erste Runde gegen den Hein verloren. Er hat mich zerstört. Jetzt geht's in die nächste Runde. Gucken, ob ich es jetzt pack. Erstmal nehme ich den Soldaten hier mit. Ich hatte da eben auch eine ziemlich ungünstige Position. Und jetzt sitze ich hier schon wieder auf dem Präsentierteller. Könnt ihr auch einfach abhauen, ne? Wäre immer so eine Möglichkeit. Ob ich damit weit komme, ist eine andere Frage. Ich würde deswegen... das tut doch weh. Ach scheiße, den hätte ich mal gleich vorm Start erwischen sollen. Scheiße! Das auch nicht trifft, ey! Bah! Mist! Und das Mistvieh! So, okay, diese Runde. Gucken. Jetzt muss ich zu Fuß gehen. Oder einen Jeep nehmen oder sonst irgendwas. Aber da kommt er schon wieder. Ich höre ihn schon wieder anfliegen. Ah! Nicht wehtun! Wo ist er jetzt? Nein! Chance verpasst. Komm schon. Scheiße, er fliegt immer noch. Dreh dich doch in die richtige Richtung. Das tat weh. Gucken, ob er jetzt auch auf mich schießt. Aua! Scheiße. Pack dich hin! Schnell wieder zum Panzer rennen. Schütze! Komm schon, jetzt wollen wir uns sehen. Sausack, ey. So eine Ratte, ey.
Na komm schon. Jetzt traut er sich schon wieder nicht. Na? Da! Oh, 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 Mann! Steuer doch! Ah, jetzt... Scheiße, ey. Auf jeden Fall weiß ich ja schon mal, von wo er kommt. Von hier vorne. Das ist aber auch ein Mist. Gerade. Das war ja nichts. Ich hab keinen Bock mehr. Es nervt. So, einmal versuche ich den jetzt hier nochmal. Und dann mache ich Special-Taktik, wieder aus dem Fahrzeug aussteigen. Da kommt er ja. So. Jetzt gibt's hier eins aufs Maul. Aussteigen. Ins Busch liegen. Aua. Du dumme Sau. Du hast mein BMP zerstört, ey. Das halte ich dir heim, ey. Den ersetzt mir auf Heller und Pfennig. Das sag ich dir. Scheiße. Okay. Wirklichkeit BMP hat sich gerade erledigt. Vielleicht lässt er mich jetzt ja auch zufrieden. Natürlich auch eine Möglichkeit. Wobei ich bezweifle das irgendwie. Auf Heller und Pfennig verklare ich dich. Jeden Cent kriege ich wieder. Oh! Kopfschuss. Fast. Da liegen ja noch ein paar rum. Vielleicht... Oh, hier gibt's ja noch. Auch nichts. Habe ich den jetzt schon Reifen angeschossen oder lebt er noch? Der lebt noch. Okay. Du willst auch nicht auf mich schießen, oder? Denn auch keiner eine andere Waffe hier bei sich. Ja, okay. Auf geht's. Nützt ja nichts. Hier sind wir übrigens ein bisschen schneller mit unterwegs als mit so einem BMP. Schon wieder besoffen. Lenkt sich auch wie so ein
Ah, so ein Stein, ne? Ich glaube, da schwebt unser Freund. Oh, ey. Ich krieg ja so ein bisschen Angst, ne? Los, weg hier. Oh, 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 oh! Oh. Nein! Ich hätte es geschafft und dann bin ich gestorben, doch noch. Oh nee, ey. Ah. So ein Mist, ey. Gib alles! Gib alles! Ah. Gas, Gas, Gas! Scheiße, war klar, dass es nicht wieder klappt, ey. Sowas kann nur einmal klappen. Vor allem, wenn ich fahre. Kurve schneiden, Kurve schneiden. Du Sau, sag, du kriegst mich nicht. Ah! Ja. Oh, nach einigen Stunden haben sie die Berge in inneren Kukwes überquert. Sie frieren und sind hungrig, hoffen aber darauf, dass sie im südlichen Teil der Insel auf amerikanische Truppen treffen werden. Oh. Alter, ey. Boah. Okay, unseren Jeep haben wir nicht mehr, aber unsere AK-74. So. Puh, was für eine rasante Fahrt eben. Mit geschickten Ausweichkünsten habe ich es mir erschwert, mich zu treffen. Ja. Puh, das war schon gar nicht so einfach. Gut, so, jetzt müssen wir hier irgendwie sehen, dass wir Richtung Süden kommen. Also wir haben ja hier diese coole Karte, ne? Polarstern. Hier ist der große Wagen und da ist der Polarstern. Müssen wir hier mal gucken, wo wir hier irgendwo den großen Wagen entdecken. Also... Ich würde ja mal behaupten. Da oben, diese Vierer-Stern-Konstellation, ist der große Wagen. Ah. Und der Polarstern. Ich sehe keinen heller leuchtenden Stern. Irgendwie leuchten die alle gleich, ey. Ah, zumindest einige. Also keinen, ich sehe, das ist der Mond übrigens. Also das. Nicht, dass einer durch der Polarstern. Nein, das ist der Mond. Wurde ich jetzt gesagt? Das, die Konstellation hier. Okay. Speichere ich das mal und laufe einfach mal in die Richtung. Komm, gib mir mal eine Waffe hier. Zack.
Also ich behaupte mal, das ist richtig. Ach, Mann, ey. Schon wieder dunkel wie im Bärenarsch hier. Unglaublich. Ach, gut, dass ich Kaffee dabei habe. Lecker. Da habe ich nämlich übrigens den einen russischen Soldaten abgenommen, ne? Den Kaffee. Der hat eine Kanne dabei. Boah. Und das ist jetzt meine. Schön warmer Kaffee. Wärmt wenigstens von innen. Also, ne? Auch wenn man jetzt seine Füße und überall im Körper friert. Wenn man hier die ganze Nacht rumgelaufen ist, ich meine, wir haben es mittlerweile. Naja, geht ja eigentlich. Sehr später abends, ist ja gerade das Viertel vor 12. Über eine Armbanduhr wollten sie nicht haben wollen, ne? Die waren die wohl zu billig. Na, ist klar. So, das war der letzte. Ja. Kaffee. Jetzt habe ich aber hier noch einen Keks gefunden bei dem Soldaten. Der hat auch Kekse dabei. Ja. So Butterkringelplätzchen, kann man sagen. Durchmesser circa 6 cm. Ja, schmecken ganz gut. Gut gemacht, ja. Sie haben die NATO-Truppen gefunden und überlebt. Dank Kaffee und Kekse. Ja, ganz wichtig. 5 Stunden habe ich dafür gebraucht. Wäre aber ganz schön gerannt, ne? In 5 Stunden. Da über die halbe Insel. Respekt. Ja, Statistiken. Boah. Dafür, dass ich ein Gefangener bin, habe ich doch noch ganz schön viel zerstört. Tja. Das kommt davon, wenn man mich gefangen nehmen will. Dann raste ich aus, ne? Und spiel beim Gegner im Lager wilde Sau. So sieht's aus. Na? So, jetzt klicke ich aber auch weiter. Okay, gut. gut. Hier mache ich jetzt auch mal Schluss und wir sehen uns dann gleich im nächsten Video weiter. Wieder. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.